Die Linke. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dieser Antrag von der AfD strotzt von Falschmeldungen und Unkenntnis. Und er ist ein Paradebeispiel dafür, für ihre Hetze, mit der die AfD auf Stimmenfang geht. Da ist zum Beispiel die Rede davon, weitgehend ungeschützte EU-Grenzen gäbe es. Und ich frage mich tatsächlich, wovon sprechen Sie hier eigentlich? Die EU ist heute mehr denn je abgeschottet. Dafür macht sie sogar mit den Schurkenstaaten wie der Türkei oder Libyen arbeitet sie zusammen. Tausende Schutzsuchende sind in den vergangenen Jahren auf dem Weg in die Festung Europa umgekommen. Um Europa gibt es längst eine Mauer der Schande, und das sollten Sie mal zur Kenntnis nehmen. Meine Damen und Herren, auf Grundlage Ihrer Verdrehung und Wahrnehmung fordert die AfD nun für Deutschland umfassende Grenzkontrollen. Hat die AfD eigentlich schon mal was von Freizügigkeit innerhalb der EU gehört? Zur Bewachung der sogenannten grünen Grenze fordern Sie den Aufbau von Bundesbereitschaftskräften. Ich frage Sie einfach mal, was soll denn das für eine Truppe sein? Eins muss doch wohl klar sein. Wir brauchen keine durchgeknallte Bürgerwehr, die Jagd auf Flüchtlinge macht. Und die Bundeswehr zum Grenzschutz einzusetzen, wäre schlicht verfassungswidrig, denn die Bundeswehr ist keine Hilfspolizei. Und Schutzsuchende sind keine feindliche Armee, die es mit der Waffe in der Hand abzuwehren gilt, auch wenn Frau von Storch das vielleicht so sehen mag. Mehr als abenteuerlich ist auch die AfD-Interpretation der Genfer Flüchtlingskonvention. Da wird einfach mal unterstellt, dass ein Anspruch auf Schutz nur bei direkter Ausreise aus dem Herkunftsstaat bestünde. Das ist einfach Quatsch. Dieses Zurückweisungsverbot gilt selbstverständlich auch bei drohenden Kettenabschiebungen ins Herkunftsland. Nach dem Verständnis der AfD wäre die Flüchtlingskonvention für die allermeisten Länder der EU schlicht irrelevant. Das hätten Sie vielleicht gerne, das entspricht aber nicht dem Völkerrecht. Als Beispiel führt die AfD allen Ernstes an, dass eritreische Flüchtlinge, die über Libyen in die EU kommen, keine Flüchtlinge im völkerrechtlichen Sinne seien. In Libyen droht Schutzsuchenden, wir haben das letzte Woche hier gerade diskutiert, Sklaverei, Hinrichtung, Folter und Vergewaltigung. So machen Sie doch eigentlich nur deutlich, wie wenig Ihnen das Leben von Schutzsuchenden wert ist. Auch Ihre Forderung nach Zurückweisung an den deutschen Grenzen geht völlig in die Irre. Man mag vom europäischen Asylrecht und System halten, was man will. Wir haben hieran immer scharfe Kritik geübt. Aber nicht deutsche Grenzpolizisten, sondern die Dublin-Verordnung regelt, welcher EU-Staat für die Asylprüfung zuständig ist. Die deutsche Drittstaatenregelung wurde längst durch EU-Recht verdrängt. Nehmen Sie das wenigstens mal zur Kenntnis. Und meine Damen und Herren, besonders perfide ist, dass die AfD immer wieder Ängste schürt und sich vor allen Dingen Sorgen macht um unsere Sozialsysteme. In altbekannter Weise werden hier in- und ausländische Arme und Bedürftige gegeneinander ausgespielt. Die wahren Verursacher der sozialen Misere, nämlich Banken und Konzerne, könnten sich hier eins ins Fäustchen lachen. Für die Demontage der Sozialsysteme sind nicht die Flüchtlinge verantwortlich, sondern eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Und daran will die AfD gar nichts ändern, leider die Bundesregierung auch nicht. Und deswegen sagt die Linke ganz klar, wir brauchen soziale Gerechtigkeit, wenn man einer Partei wie ihrer das Wasser abgraben will. Für Bündnis 90 Die Grünen hat nun das Wort Luise Amtsberg.